Gott am Morgen, Gottes Segen, ich wünsche dir einen schönen Tag. Von dir auf hier wie Weihnachten. Der Tag, wo wir uns denken, dann, dass Jesus geboren ist. Wir aus Ferienfamilie wünschen dir einen ganz besonderen Segen in Weihnachtszeit und auch wieder einen Segen in nächstes Jahr. Unsere Bibelversion von dir fängt wie in Lukas 2, Vers 1-7. Der Kaiser Augustus befüllte seine Zeit, dort all seine Menschen sollen geteilt in einem Tagesregister eingeschrieben werden. Das wird das erste Mal, wo die Menschen geteilt werden. Es passiert, als Quirinus die Regentschaft in Syrien hat, und in jeder einer ging zu Hause, wo er geboren wird, um sich einzuschreiben zu lassen. Dann ging Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, weil sein Stammvater, der König David, dort geboren wird, um sich mit Maria, der ihm anvertraut wird, einschreiben zu lassen. Sie wird schwanger. In Jerusalem, als sie in Bethlehem werden, kommt die Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen muss. Und sie brach ihren ersten Sohn zur Welt, wickelt ihn in Windeln und legt ihn in den Futterkrib, weil es im Gasthaus Schönraum wird für ihn. Wie sein, sie fangen noch nicht Zeit, um sich zu verheiraten. Wie sein Maria wie in der letzten Teil von ihrer Schwangerschaft und damals in seiner Schwäche war es für ihr zum Reisen. Doch werden sie korrekte Zeit tun, um dass Jesus zu können geboren werden. Sie fangen noch nicht rum zum Übernachten. Alle Städte, wo die gewöhnlichen Nacht blieben, werden voll, und keiner will ihn annehmen. Sobald sie schließlich nur einen Stall fangen, wird abgenommen, wo sie an Leuten blieben. Sie kriegen nicht mehr Halb von anderen. Kein Pferdeil wird verehrt. Jesus wird zu einer unbefriedigten Frau geboren, in einer kleinen Stadt, am wird dann in den Futterkrib angelegt, und sie freuen sich zu seiner Geburt. Sogar die Träume mancher Menschen, der Schöpfer von Himmel und Erde, wird von seiner Mutter geholt, wenn er selbst gemerkt hat, der Macher Gott in der Futterkrib, der wundervolle Ratgeber in Windeln eingerollt. Der Friedensprinz wird nun in die Welt von Sinn hineinkommen. Keine Abnahme. Johannes 1, Vers 12 sagt, heute kommen nur das Sinje, aber das Sinje nehmen wir nicht ab. Wir haben kein Vergeben nicht. Kannst du nach wem, der du in dies deines Leben dat? Hast du Erntel von der Licht verteilt? Hast du Erntel von Jesus in der Ohlmache Läuf angerät? Wenn du noch nicht hast, dauert von dir. Vorher Dankeschön für den Sehen Jesus Christus. Dankeschön für das Sehen Leben für uns Jeffs. Jeff uns Kraft und Weisheit, dass sie wie noch still und lichter sein in dieser düsteren Welt. In Jesus' Namen. Amen. Deinen Königstraum und die Ehrenkraum, ließest du, kamst du uns her.